Windlösch, es ist bitter, wir stehen aktuell jede Woche vor der gleichen Situation. Viel Aufwand, kein Ertrag. Wie lautet deine Analyse zu dem Spiel? Ja, du sagst es, ja. Die ersten 40 Minuten eigentlich wieder, ja, haben wir probiert, gemacht, Torchancen erarbeitet, haben eigentlich nicht viel zugelassen. Nachher wieder aus dem Nichts kommt das Gegengehen, wo ich es wieder einfach völlig aus der Bahn geworfen hat. Es ist heute das sechste sieglose Meisterschaftsspiel in Folge. Wie kommt man wieder zu dem Sumpf aus? Ja, da probieren wir jetzt eigentlich schon seit ein paar Wochen. Es ist wirklich schwierig. Es muss spätestens jetzt jedem bewusst sein, welchem Scheiß, dass wir stecken. Und wir kommen nur miteinander raus, als Mannschaft, der ganze Verein. Und, ja. Es sind jetzt noch zwei Meisterschaftsspiele bis zur Winterpause. Sind wir sich aktuell ein bisschen nach dem Unterbruch? Nein, eigentlich, wenn wir den Turnaround noch können, schaffen vor dieser Winterpause, dass wir mit einem positiven Gefühl in die Winterpause können, weil so geht man sicher nicht gerne in die Winterpause. Danke vielmals. Wir diskutieren die heissesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Blog.ch Fußball Arena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Marco Schellibaum, wir haben dich viel vorgenommen nach dieser Länderspielpause. Leider hat es auch heute nicht für Punkte gelangt. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, sicher bitte, was das Resultat betrifft, auch wie es zustande gekommen ist. 2 Minuten vor der Halbzeit können wir das Goal über und dann haben wir aber noch zuerst den Pfosten und den Lattenschuss. Das Gleiche, wir können es 1-1 machen und kommen zu 2-0 über. Es ist so ein kleiner Faden, der sich da durchzieht. Und wirklich ein bitterer Moment, weil die Jungs haben ihn gut gespürt und auch probiert heute etwas zu machen, aber es langt im Moment einfach nicht. Aktuell, wie du sagst, ist es immer ein bisschen das Gleiche, viel Ballbesitz, viel Aufwand. Und am Schluss schliessen die anderen Goal. An was liegt es in deinen Augen? Ja, das ist die Realität, die wir jetzt immer haben. Also, es ist normal. Es ist wirklich eine bittere Niederlage, auch wie es entstanden ist. Aber ich glaube, wir sind noch da und wir können noch schnaufen. Und das ist immer wichtig im Leben. Und wir müssen wieder aufstehen. Das habe ich ja vor dem Spiel gesagt, dass man im Leben immer gewisse Schläge bekommt. Und wir können es wirklich knüppeldick über im Moment. Aber ich bin immer der zuerst aufsteht und die Jungs müssen auch aufstehen. Wir dürfen nicht aufgeben, das ist wichtig. Und wir sind alle wieder enttäuscht, aber das ist die Realität von heute. Du warst kurz vor dem Abpfiff noch zu einem Wechsel gezwungen. Wieso hätte Petar Šliskovic nicht können spielen? Das kommt eben auch noch dazu. Er hat dann auf einmal Knieprobleme bekommen und dann mussten wir zwangsläufig kurz vor Spielen wechseln. Das war sicher auch nicht vorher, aber wir haben das eigentlich gut gemacht. Daniel war eigentlich gut im Spiel gewesen, am Anfang vielleicht nicht gerade, aber nachher war er gut im Spiel gewesen. Also an dem hat es nicht gelegen. Aber es sind eben so Situationen, wenn du ein bisschen in Schwierigkeiten bist, dann kommen dann solche Situationen und das passt im Moment zu uns. Aber nochmal, wir kämpfen und wir werden weiter kämpfen. Danke vielmals.